Ja, die britischen Eislauf-Fans setzen auch auf ein neues Paar, ihre ganze Hoffnung auf Sarah Kemp und auf Daniel Thomas. 17 und 22 Jahre alt. Sind die britischen Meister geworden, laufen zum ersten Mal bei Europameisterschaften zusammen. Tja, recht synchron der Sturz, ändert aber nichts an dem Abzug. Die beiden riskierten schon nur den Doppelachsel und keinen Dreifachsprung und konnten leider auch den nicht stehen. Und ich wollte schon sagen, Synchronität um jeden Preis. Genau. Nein, das geht nicht gut. Tja, es ist böse zu sagen, die Musik war noch der schönste. Ganz so schlimm war es nicht. Ja, die beiden ganz klar überfordert hier mit den technischen Anforderungen einer Europameisterschaft. Weder den Doppelachsel noch einen dreifachen Wurfsprung haben die beiden überhaupt in der Nähe eines technischen Beherrschens. Auch die Hebung musste er für absetzen. Also da waren einfach zu viele Sachen, die einfach nicht stimmten, und das deutete sie auch schon im Einlaufen an. Also nichts, was hier auf die Nervosität des Wettkampfs zurückzuführen wäre. Ja, zugutehalten darf und sollte man den beiden in jedem Falle, dass sie in der Tat noch nicht allzu lange zusammenarbeiten, zusammenlaufen. Ja, aber das muss man sagen, eine Tatsache, die sich nicht auf die Einzelsprünge auswirken sollte. Auch da sieht man ganz gravierende Schwächen. Ja, das gibt auch lange Gesichter bei unseren britischen Kollegen hier direkt nebenan in der Eurosport-Kabine. Das Desaster auch ihren Zuschauern zu Hause beibringen müssen. Ja, auf die Spirale geht da eher noch auf Nummer sicher. Ja, Daniel Thomas ist überhaupt nicht tief im Knie, wie man es gerade bei den Russen so exzellent sieht. Wie du schon sagtest, der muss vorsichtig sein, dass er überhaupt seine Partnerin wieder zum Stand bringt. Hier eben die Hebung auch eben vor dem Ende abgebrochen. Ja, also klar, in dieser Gruppe, in dieser Abteilung logischerweise Obertas und Palamarczuk mit weitem, weitem Abstand überlegen. Ganz vorne hat sich nicht mehr allzu viel geändert, aber das muss nicht heißen, dass der Wettkampf jetzt schon abgeblasen werden sollte und wird. Liebe Zuschauer, denn in der letzten Gruppe haben wir eben noch Mirko Müller
und Peggy Schwarz und natürlich Sarah Wittpol und Stéphane Bernadis, die starken Franzosen, Ekaterina Danko, Gennady Emelianenko aus Weißrussland. Also da kommt schon noch einiges auf uns zu. Ja, und nicht zu vergessen, die Tag. Wollte ich gerade sagen, die amtierenden Junioren-Grand Prix-Sieger Savchenko Morozov, die gerade vor ein paar Wochen in Danzig das Finale der internationalen Grand Prix-Serie bei den Junioren gewinnen konnten. Und hier gibt es natürlich die Quittung für die Briten, 2,5 bis 3,2, also bislang der letzte Platz. Bleibt als Fazit und als Resümee. Es kann nur besser werden. Und es wartet noch viel Arbeit. Genau. Das ist der Stand der Dinge im Augenblick. Die Titelverteidiger liegen nach dem Kurzprogramm der Paare in Führung. Petrova Tichonov vor den Weltmeistern, vor Bereshnaya Shikarulice, dann Zagorska Zjudek. Alle drei Paare bis dato wirklich klar, allen anderen überlegen. Georgianina Marinin hatten Fehler, Obertas Palamarczuk auch. Kaut Jeschke ohne Fehler mit einem sehr guten Programm, haben sich wirklich aller Ehrenwert prächtig aus der Affäre gezogen bei ihrem Europameisterschaftsauftritt hier. Wenn das fortgesetzt werden könnte, wäre das natürlich wunderschön. Und jetzt, nach einer etwas längeren Pause der Eisaufbereitung, warten wir dann natürlich auf Mirko Müller, Peggy Schwarz. Bleiben Sie dran, liebe Zuschauer. Wir kommen gleich wieder zurück nach Wien.